Ja, hallo meine lieben Tierlieben, TV-Zuseher, schön, dass du hier wieder mit dabei bist zu diesem Video. Ja, um was geht es heute? Es ist ein spannendes Thema und wenn ich so nachdenke, vor 4, 5, 6, 7 Jahren, wenn mich damit jemand beschäftigt hätte und gesagt hätte, du solltest doch mal vorrätig haben und auf gewisse Dinge schauen, die wichtig sind, dann hätte ich gesagt, hey, was willst, was soll das? Es interessiert mich doch nicht dieses Survival-Ding. Ja, das ist so nicht meins. Ich bin wahnsinnig gern in der Natur und das wissen manche auch. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der quasi mit dem Messer zwischen den Zähnen, das ist zwar nur Schraubendreher, ich bin jetzt nicht derjenige, der mit dem Messer zwischen den Zähnen in der Natur herumrobbt. Ja, das ist so nicht wirklich meins. Aber es ist ja okay. Natürlich gibt es solche Menschen, die einfach so Survival-Trainings machen und das finde ich ja gut und es ist super, aber ich bin es halt nicht. Aber gut, und da haben wir gedacht, okay, das ist, was soll ich mich damit beschäftigen? Wenn ich was zum Essen haben will, dann gehe ich ins Geschäft, dann kaufe ich mir was und wenn ich das oder das brauche, dann kaufe ich mir dieses und jenes, insofern das Geld natürlich zur Verfügung steht. Ja? Wie gesagt, das war nicht so meines. Doch, vor jetzt mittlerweile doch 1,5 Jahren schon wieder oder ein bisschen länger, weiß gar nicht mehr so, habe ich das erste Mal von diesem drohenden Blackout gehört, ja, und habe mich mal ein bisschen genauer damit beschäftigt. Und dann habe ich mir schon gedacht, ja, okay, gut, du musst jetzt nicht mit den Zähnen zwischen deinem Mund, mit den Zähnen, mit dem Messer zwischen deinen Zähnen in der Gegend oder in der Natur herumlatschen. Aber du kannst dir zumindest mal so ein bisschen Gedanken machen drüber, was das wirklich bedeuten könnte, sollte mal großflächiger und vor allem länger der Strom ausfallen. Ja, und es ist halt wirklich nicht so, dass man da jetzt einmal, na okay, jetzt ist der Strom ausgefallen, gut, halben Tag mal kein Strom und dann schaltet man den Knopf wieder ein, sondern das Ganze ist wesentlich komplexer, aber das werde ich euch jetzt nicht mehr erklären, denn ich habe diesbezüglich auch schon ein Video über Blackout gemacht und werde ich hier oben verlinken. Ja, aber wir wissen mittlerweile, es kann passieren, wie es passieren kann und vor allem eben auch in den letzten 2 Jahren, da wundert mich ehrlich gesagt nimmer wirklich viel. Ich weiß nicht, wie oft, dass wir uns wahrscheinlich geirrt haben und immer wieder gesagt haben, nein, das gibt's nicht, das kommt bestimmt nicht. Ah, warum? Ah, nein, und das, ich weiß es nicht, unzählige Male und in der jetzigen Situation mit dem ganzen Konflikt im Osten will es gar nicht näher ansprechen. Auf das hätten wir auch nicht getippt. Ja, natürlich gewisse Menschen, die sich schon länger damit beschäftigen, haben immer wieder schon ein bisschen darüber geredet, aber und da gibt es bestimmt auch immer wieder welche, die sagen, ja, ich habe das schon gewusst, das habe ich schon vor 37 Jahren gesagt, aber sind wir uns doch ehrlich, was mittlerweile in den letzten 2 Jahren passiert, das wünschen wir uns nicht, an das denken wir nicht und das hätten wir auch so nie geglaubt. Also für mich Anlass genug, da wieder mal ein bisschen genauer hinzuschauen und mal zu sagen, okay, wie können wir quasi sozusagen preppen, ja, da weiß nicht, wie sagt man dazu, to prep, einfach schauen, dass wir vorrätig sind, dass wir gewisse Dinge haben, sollte wirklich in der nächsten Zeit mal der Strom ausfallen. Wie gesagt, möglich ist, ich halte mittlerweile alles für möglich. Ich weiß nicht, was noch alles so kommt. Ja, man hört ja auch so gewisse Stimmen, über die ich gar nicht reden möchte, die wirklich extrem schwarz malen. Bleiben wir ein bisschen in der Mitte und sagen wir halt zumindest, okay, sollte wirklich mal der Strom ausfallen, weil Stromnetz diesbezüglich einfach überlastet ist und es mal wirklich zu so einem Crash kommen sollte, was können wir dagegen tun? Wie gesagt, ich habe hier schon ein Video gemacht diesbezüglich, also um das alles ganz, ganz genau zu beschreiben, damit man ja nichts auslässt, einfach hier oben oder vorher schon das Video anschauen. Mir geht es einfach noch darum, jetzt mal so auch in der Praxis euch zu zeigen, wie bin ich im Augenblick vorbereitet, sollte so ein Schmarren wirklich die nächste Zeit einfach mal passieren, dass uns mal für 2 Tage der Strom ausgeht. Weil
Jene, die sich damit schon beschäftigt haben, wissen, wenn wirklich einmal ein Tag, zwei Tag der Strom abgestellt ist, dann dauert es länger, als wie nur einmal auf den Knopf zu drücken und alles passt wieder. Wie gesagt, einfach das Video Blackout anschauen. Ja, meine Lieben, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich denn so im Bereich Lebensmittel, wie ich damit umgehe, genug Wasser zu haben, auch was ich mache, damit ich das Wasser heiß machen kann, was ich auch mache, damit das Licht nicht komplett ausgeht, wie ich auch dafür sorgen kann, Strom zu haben. Fürs Handy brauche ich es nicht, weil das Handy funktioniert in der Zeit nicht, aber dass ich zumindest gewisse Dinge aufnehmen kann mit der Kamera, mit dem Handy. Dazu kann ich Strom generieren oder eben auch Batterien aufzuladen. Also für diese Dinge und auf was ich da noch ein bisschen so schaue, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich habe da jetzt drei Dinger, die man da rausziehen kann von dem Kastel da. Ich werde dann gleich die Kamera ein bisschen umstellen, damit man das besser sehen kann. Und dann zeige ich euch jetzt einfach mal, was ich so an Lebensmitteln da habe. So, meine Freunde, die erste Schublade, das ist so die Kaffeeabteilung. Da habe ich 4-5 Packungen Espresso herinnen. Ich habe auch 2-3 Birkenzucker herinnen. Und dann die Kartoffelpüree-Abteilung, ein Bio-Kartoffelpüree. Ich esse einfach gern Kartoffeln, Bio. Und so ein Püree ist schon einmal gemacht und da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solcher Packungen herinnen. Das ist sicher mal genug für die nächsten 3 Wochen. Auf jeden Fall. Darin haben wir nichts, aber da ziehen wir auch was raus. Das ist dann eher so die Dosenabteilung und lauter so Kleinigkeiten. Ein paar Feuerzeuge, da ist ein Licht, eine Lampe herin und dann, ja, Lampe, dann auch Mistbeutel, ja, das ist sicher auch nicht uninteressant, der Müll, was machen wir mit dem, dass wir zumindest gescheite Beutel haben. Dann habe ich da einiges an Kokosnuss herinnen und Kidneybohnen, habe ich also 6, 7, 8 solcher Dosen herinnen. Da habe ich noch ein paar so Sachen, Erbsen, ja, und da ein bisschen was Süßes, Ananascheiben, also das sind normalerweise Dinge, die esse ich normal so nicht, aber gut, in der Not isst man das natürlich, das ist auch klar. Da habe ich noch ein paar Cognac-Nudeln, da habe ich ein paar Spargel, ein bisschen Spargel. Was ich auch wichtig finde, ist so dieser Bio-Zitronensaft, da habe ich auch 2-3 solche Dinge, weil natürlich in der Zeit ist klar, das frische Obst wird der Mangelware sein, logisch. Dann ein paar so Kleinigkeiten, Ingwerstücke, ja, Reis, Waffel mit ein bisschen Schokolade drauf. Da muss man dann nicht so extrem streng sein. Nüsse, so Sachen halt, ja. Also das sind so Dinge, die kann man auf jeden Fall gebrauchen. Ich esse auch immer wieder alles mal so ein bisschen weg. Das heißt, das hat schon einen gewissen Durchlauf. Wenn was weg ist, dann kaufe ich es wieder nach. Ja, da herinnen ist es auch sehr spannend. Ja, da habe ich brutal viel Nudeln. Ja. Spaghetti, Nudeln, alles irgendwie glutenfrei. Wobei ich so kaum mehr Nudeln esse, aber Nudeln in Notfällen sind immer gut, aber zu bedenken ist natürlich auch, man braucht Wasser zum Nudeln kochen, aber da genügt schnell auch mal ein Brauchwasser, da haben wir wieder ein paar so Paranusskerne, also so Kleinigkeiten, ein paar, ja, Datteln, 3-4 solche Dinger, Rosinen, ja, was ich normal kaum esse, Schokolade, man sollte nicht vergessen, wenn wirklich einmal was ist, wo man echt einmal eine Woche oder 2 Wochen keinen Strom hat, dann wird einem oder vielen schnell langweilig und dann ist halt einmal ein bisschen Schokolade auch kein Fehler. Da habe ich noch ein paar so Sachen, so Obstriegel, die halten auch relativ lang. Also, ja, das sind so Dinge, da habe ich halt noch ein bisschen was einkauft, Kidneybohnen, was auch ganz wichtig ist, da Bio, Kokosöl, das ist, da habe ich 2 Liter von dem, das brauche ich sowieso so auch, also von dem her ist auch kein Fehler, immer genug dazu haben. Dann, weil ich da gerade heute wieder ein bisschen was einkauft habe, habe ich es gerade da so stehen. Natives Olivenöl, also
Öle sollten wir auch genug da haben und auch ganz wichtig, wir haben ja zurzeit eine extreme Preisexplosion. Ja, also mag ich gar nicht zum Reden anfangen drüber, über den Treibstoff zurzeit und es wird auch Lebensmittel werden teurer, ja und so weiter und so fort. Das sind so Kleinigkeiten, die kaufe ich immer wieder ein, wenn ich kann. Veganer Käse ist relativ günstig, muss ich sagen, im Vergleich zum normalen sogar. Ja, da stehen noch ein paar so Lichter herum, also solche sollte man natürlich auch haben. Wie gesagt, eben auch ein Feuerzeug, das ist überhaupt wichtig, weil sonst kannst du es ja nicht anzünden. Oder eben auch Streichhölzer. Sodala, ihr Hübschen, jetzt bin ich noch schnell ins Bad gegangen. Ja, ich mag jetzt nicht unbedingt euch das Klo zeigen, so toll ist es auch wieder nicht. Aber so wahnsinnig viel Platz habe ich bei mir nicht. Das heißt, ich habe das Wasser habe ich hier, ja, in zwei 10-Liter-Behältern habe ich das eben. Also, ich habe jetzt mal 20 Liter Wasser, das ich so einmal in der Woche austausche. Wobei, so ein Wasser hält länger. Ich habe auch was gesehen, da hat er von einem halben Jahr geredet und hat Mano trinken können. Also bei Wasser, ja, aber wie gesagt, solange man es austauschen kann, sollte man das immer wieder eben austauschen. Ich habe jetzt einfach mal 20 Liter. Das ist einmal natürlich eher dafür gedacht, um damit das Wasser zu trinken. Ja, Aber bei braucht so man einem auch. 3 Liter Wasser, das heißt, mit diesen 20 Litern würde ich dann schon mal 7 Tage auskommen. Was aber natürlich auch wichtig ist, meine Lieben, da sind wir jetzt ja da schon herinnen, in der Badewanne, genau, ein bisschen zusammenräumen, gerade noch, ist halt, das wissen wahrscheinlich auch die meisten, sollte man das Gefühl haben, jetzt ist ein Blackout, ja, das Licht geht aus, zack, bumm, man kommt nicht drauf, warum das ist, also da würde ich dann nicht mehr lang warten, wenn einmal eine Viertelstunde der Strom nicht mehr geht und ich weiß nicht, sofort anfangen, in die Badewanne Wasser hineinfließen zu lassen. Zack, bumm, drehen ein bisschen auf, damit man das Geräusch ein bisschen hört. Ja. Aber sobald der Strom weg ist und der nicht einfach wieder in 10 Minuten da ist oder weil vielleicht selbst irgendwo der Schutz bei einem zu Hause gefallen ist, dann würde ich schon mal das Wasser aufdrehen. Weil dann habe ich da zumindest die Möglichkeit, Brauchwasser, ja, ich kann damit kochen oder eben auch sonst irgendwas abwaschen, ein bisschen was, also da wird man natürlich nicht literweise für den Abwasch verschwenden, aber dass man zumindest ein bisschen was, ein bisschen säubern kann, sich selbst natürlich auch, wie heißt es so schön, Katzenwäsche und natürlich fürs Klo, weil das wird halt auch nicht gehen. Ja, das ist klar, dass beim Klo das Wasser auch nicht mehr funktionieren wird. Also das wäre mal die Wasserversorgung. Ja, meine lieben Zuseher und Freunde, was ich auch nicht für unwesentlich halte, also für sehr, sehr wichtig ist, das, ja, also nicht nur OPC oder generell natürlich für Menschen, die medikamentös eingestellt sind, also die chronisch krank sind und Medikamente brauchen, also schauen, dass man immer welche zu Hause hat, ja, dass man da immer genug hat, ja, das ist natürlich mit Ablaufdatum ist nicht ganz so einfach, ja, aber da einfach schauen, dass man immer einen guten Stand hat von der Medikation auf jeden Fall. Und ich nehme ja keine Medikamente, Gott sei Dank brauche ich auch nicht, aber ich habe halt meine Nahrungsergänzungen und das, was ich sonst so nehme. Und da habe ich schon gemerkt in der letzten Zeit, da habe ich immer so diesen Impuls gehabt, immer wieder zu schauen, dass ich von den Sachen, die mal ausgehen können und die ich aber wichtig für mich brauche, dass ich da was nachkaufe. Denn vor allem auch Lieferengpässe, bitte Leute von Nahrungsergänzungen, kauft jetzt einfach einmal ein bisschen was nach und das sage ich nicht damit, jetzt ich das Bombengeschäft mache. Natürlich freue ich mich, wenn ihr das über meine Links macht, ja, aber das mache ich ja auch. Ja, und wie gesagt, ich mache nicht das Bombengeschäft damit. Diese paar Euros. Aber was ich da jetzt so habe, was für mich auf jeden Fall wichtig ist, ja, das ist Natron. Da habe ich einen kompletten Kübel. Der ist so halb voll, da sind nur so 2 Kilo drin. Das ist immer noch, sollte da jetzt was passieren, bei weitem genug. Ja, aber da habe ich schon überlegt, ob ich mir da jetzt einfach den zweiten Kübel kaufe. Auf was ich jetzt seit ein paar Wochen auch wieder gestoßen bin, das sind die effektiven Mikroorganismen, die ganz, ganz wichtig sind. Habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, aber da werde ich auch noch ein neues machen, weil das
einfach wichtig ist und gut aufbereitet gehört, effektive Mikroorganismen. Also die möchte ich jetzt auch zu Hause haben, die sind tippitoppi. Also die schauen, dass wirklich da das Mikrobiom vor allem in Ordnung kommt. Also da muss man sich aber trotzdem ein bisschen genau damit beschäftigen. Was mir im Augenblick auch wichtig ist, das ist das NAC, also das NAC-Acetyl-L-Cystein. Das ist das, was sozusagen der Körper braucht, damit er das ganz, ganz wichtige Antioxidans, das Glutathion, selber herstellen kann. Was habe ich noch, was mir zurzeit oder seit Monaten wichtig ist? Das ist Omega-3. Ja, da möchte ich auch genug zu Hause haben. Und bei mir ist es eh nicht so gefährlich. Ja, ich habe sowieso ganz, ganz viel von diesen Dingen, aber ich schaue natürlich auf die Sachen, die ich vorwiegend am wichtigsten einnehme, damit ich dann auch wirklich genug da habe. Also ich möchte nicht, dass mir das OPC ausgeht. Da würde, glaube ich, eine kleine Krise bekommen. Das Natron ist mir total wichtig. Ja, das ist total wichtig, gerade in den Zeiten von jetzt. Ich habe ja in den jetzigen Zeiten, so möchte ich sagen, habe vor kurzem ein Video gemacht über Natron, Hirnschlag und Herzinfarkt. Also dass das unglaublich wichtig ist, ja, also sollte da was sein, vor allem jetzt auch in den letzten 2 Jahren mit den ganzen, wisst ihr, den, die man so kriegt und da kann schon was passieren, da würde ich echt empfehlen, ratzfatz ganz schnell Natron und OPC zu sich zu nehmen, wenn da mal wer es gefühlt, das ist ein bisschen was komisch, nehmt Natron und OPC, also das mache ich auf jeden Fall, eine kleine Geschichte nebenbei, war vor 2 Tagen ganz am Berg wandern, beim Runtergehen sehe ich von der Ferne eine Frau sitzen, denke mir, komisch, was ist? Und sie war da und war ganz, ganz allein und sagt, ja, ich glaube, ich habe einen kleinen Schlagerl gehabt, Schlaganfall. Ja. Und ich hatte witzigerweise eine Flasche mit, 1 Liter Wasser mit Natron dabei und ich habe das zum Trinken gegeben. Ja, sie hat gesagt, sie kann die linke Seite oder rechte, ich weiß jetzt nicht mehr bewegen. Sie war aber geistig komplett da. Habe das gegeben, habe sie gefragt, ob sie das auch nehmen möchte. Und sie hat ein paar Schluckerl davon genommen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, das hat ihr wirklich auf jeden Fall geholfen. Sie hat sich, glaube ich, dann schon ein bisschen besser gefühlt, weil es hat nur eine halbe Stunde gedauert, bis dann die Rettung da war. War ja nicht so einfach, weil eben am Berg, es war zwar in der Nähe von der Stadt, aber es hat trotzdem eine Zeit gedauert. Also das sind die Dinge, die mir wichtig sind und die sich jetzt besorgen. Wer weiß, Lieferengpässe, keine Ahnung. Ja? Also das OPC, das ich eigentlich vor Corona genommen habe, das kriege ich seit diesen 2 Jahren nicht mehr. Es ist immer nicht lieferbar. Ja? Das ist, ja, ist ein bisschen ein Chaos. Ja, aber da, wie gesagt, sollte man vorher drauf achten. Da. So, meine Lieben, jetzt gehen wir noch schnell runter und da zeige ich euch noch im Auto, was da noch ist, was wichtig ist für den Strom, Gaskocher zum Wasserkochen eben, für einen Kaffee ist wichtig, ja, das zeige ich euch, das habe ich noch im Auto, genau, da haben wir auch genug, also auch jetzt noch, sage es euch ehrlich, brauche ich euch nicht sagen, kauft euch Gas, kauft euch die Sachen jetzt, kauft euch das Zeug jetzt, weil, wer weiß, auf einmal geht es schnell und dann gibt es das Ganze nicht mehr. Wir sehen, was gerade mit den Spritpreisen, mit den Treibstoffpreisen passiert. Wer hätte sich das gedacht? Wir haben eine Teuerung jetzt in den letzten 2 Monaten von 1,25 auf, habe ich auf unserer Tankstelle heute gesehen, fast 2 Euro, bitte, liebe Leute, fast 2 Euro und bitte nicht in Deutschland. Ah, wir haben das schon, wir sind im Sprit in Österreich ja um einiges günstiger gewesen, was wir aber dann steuermäßig einfach wieder drauf zahlen. Also wir haben gar nichts davon, aber wir sind da schon fast auf 2 Euro. Es ist irre, was passiert zurzeit in unserer Gesellschaft, mit dem wir in 1000 Jahren nicht gerechnet hätten oder wo wir immer gesagt haben, ja, na, das kommt ja dann eh nicht. Also wir sind so in einer Sicherheitsblase einfach aufgewachsen und jetzt haben wir in diesen 2 Jahren einfach viele, viele Augenöffner, wo man merkt, genau, boah, na echt, das gibt's doch nicht. Was da jetzt wieder ist, was jetzt wieder ist. Jetzt war Corona ewig, jetzt ist da ein bisschen eine Pause, wobei das ist natürlich auch noch nicht fertig, das Ganze. Jetzt haben wir das in der Ukraine und was haben wir noch? Und ja,
unsere Sicherheitsblase ist ganz schön aufgegangen in der Zeit. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir noch runter. Ja, meine Lieben, auch im Auto habe ich einiges an Dingen, die man bei so einem Blackout oder was auch immer gut gebrauchen kann. Hier einiges an Gaskartuschen für den eben hier. Da habe ich noch eine zweite. Genau. Viele Teelichter, also einiges im Auto, sogar ein bisschen ein paar Dosen. Also das habe ich jetzt im Auto herinnen. Das ist natürlich super. Da haben wir wieder ein paar Dosen gekauft. Also ich tue immer so ein bisschen was zusätzlich kaufen. Da hinten Bio Kokosnussöl, Bio Olivenöl, dann haben wir Essig, Apfelessig. So, meine Freunde, und da habe ich jetzt noch meine Solaranlage am Auto heroben. Mit dem ganzen Spaß kann man natürlich wunderbar Strom erzeugen. Ja, und da mache ich mir dann überhaupt keine Sorgen, dass mir der Strom ausgeht. Jetzt schauen wir noch mal kurz rein, damit ihr das auch noch seht. Ja, und da haben wir noch die Batterie und das, was man halt alles so dazu braucht, um hier einfach auch Strom für Handy, für Notebook und was auch immer, für einen Kühlschrank könnte man auch einstecken, den habe ich ja auch im Auto, was man halt alles so braucht. Und was ich total vergessen habe, meine Freunde, das ist das Klopapier. Okay, gut, jetzt gehe ich wieder rauf. Da unten ist mir zu kalt, es ist zu kalt für den März. So, ihr Lieben, jetzt sind wir wieder da im Auto, ein bisschen nachgestellt, was da noch so ist. Ich habe jetzt sicher einiges, weiß ich nicht, vielleicht was vergessen, aber das sind jetzt die Dinge, die sind praktisch. Die sind einfach so alles andere, auf das man achten sollte. Schaut euch das Video Blackout an, ist zu finden. Ich habe gesagt, wie gesagt, verlinkt habe ich es schon, weil da wird alles ganz, ganz genau erklärt. Geht es wirklich ganz genau um das, auf was man wirklich alles achten sollte, wie man vorgehen sollte. Hier geht es wirklich nur mal darum zu sehen, was hat so ein Otto-Normalbürger wie ich eben in der Situation, der sich doch schon ein bisschen damit beschäftigt hat und immer wieder so ein bisschen schaut, was habe ich ja im Vergleich zu jemandem, der gar nichts hat. Ja, in dem Sinne, alles, alles Liebe, kauft euch die Dinge, egal ob bei mir oder woanders. Das ist mir dann wurscht. Hauptsache ihr macht es. Alles, alles Liebe, euer Gio. Daumen hoch, Kommentare in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und Servus.